Willkommen zurück zu Guild Wars 2. Erstmal ein Daily Login machen. Hatten wir ja lange nicht mehr, dass ich den mal wieder zeigen kann. Was haben wir denn hier jetzt? Achso, Bankzugriff Express. Ja, toll, davon hatte ich ja schon einen, deswegen hat er sich ja auch gestapelt. Gut. Vielleicht braucht man den ja irgendwann mal. Und ich habe hier noch eine Phase, sehe ich gerade. Zack, mal aktivieren. Materialien lagern. Ja, es geht weiter mit Guild Wars 2. Und zwar haben wir ja letztens erfolgreich die Welt gerettet, indem wir Saitan getötet haben. Aber da fehlt noch was. Und zwar fehlt noch die Feier. Die Feier rund um Saitan. Ich merke, wieso hat sich hier gerade mein Inventar ein bisschen verändert? Verstehe ich jetzt nicht. Hier habe ich, eigentlich habe ich doch diese Größe hier. So. Also die Feier fehlt noch. Ja. Die darf natürlich nicht fehlen. Deswegen werden wir uns sofort auf den Weg machen, um die Feier natürlich auch noch zu feiern. Und die findet natürlich im Fort der Dreifaltigkeit statt. Da oben. So. Achso, gleich hier unten schon. Das ist ja perfekt. Hallo, ne? Beschützt die Vorräte. Wenn hier noch ein Event statt, passt irgendwie gar nicht. Ich gehe es nur ohne feiern. Alle und sie freuen sich. Und wir müssen jetzt das Fort betreten. Oder freuen sich alle wieder. Ihr auch, ihr sollt aufreuen. Los, freut euch. Freue mich auch so sehr. Ihr freut euch alle nicht. Oh, Konfetti. Oh, jetzt. Aha. Aha. Endlich Sieg. Saitan ist tot. Jetzt kann seine Verderbnis geheilt werden. Wir löschen die untoten Diener des Drachen, die Tyria noch plagen, nach und nach aus. Bald ist die Plage nur noch Erinnerung. Mut, Können und Freundschaft haben den Drachen besiegt. Niemand soll diesen Tag je vergessen. Ein Sieg, an dem ganz Tyria teilhat. Dies ist nicht das Ende. Es gibt noch mehr Drachen da draußen. Mehr Kämpfe. Könnt ihr nicht einfach mal zufrieden sein, Fellknäuel? Ich war zufrieden. Kehrt ihr zu eurer Königin zurück, Logan? Nein. Erst wenn ich weiß, dass Kryta sicher ist. Er will also weiterkämpfen. Seht ihr, Logan ist auch zufrieden. Snuff wäre stolz auf uns. Besonders auf euch, Soja. Ihr meint stolz, dass wir nicht versagt haben und wieder mit der Schnauze im Dreck gelandet sind? Ja, das wäre er. Und wer jetzt?
Jormag, Primordus, Kralkatorik. Wir vernichten sie, wie der Morgen die Schatten besiegt. Ohne euch hätten wir das nie geschafft. Danke. Gerne doch. Ihr könnt auf mich zählen. Gut, denn er hat recht. Der Rest der Drachen wartet immer noch da draußen. Das stimmt dummerweise. Aber alle die genannten Drachen eben gerade von R sind erstmal nicht an der Reihe. So, jetzt feiern hier erstmal alle Leute ein bisschen rum. Da, ja. Aber mich interessiert jetzt erstmal nicht diese ganzen Feierlichkeiten, sondern ich gehe jetzt hier wieder zum Luftschiff, denn da ist bestimmt der depressive Trehörn mal wieder. Und hat sich da zurückgezogen. Da ist er ja. Versteckt ihr euch vor dem Trubel, Traherne? Das wird nicht gehen. Die Welt muss sehen, wie der Paktmarschall feiert. Ich verstecke mich nicht. Ich denke nach. Der Abschluss meiner wilden Jagd hat mir zwar eine Last von den Schultern genommen, aber dennoch blieb Satan eine schreckliche Bedrohung. Jetzt, da diese Bedrohung vorüber ist, fühlt es sich an, als ginge nach einer kalten, endlosen Nacht die Sonne auf. Ich kann nicht anders als mich fragen, was nun? Wohin führen wir diese von uns geschmiedete, unaufhaltsame und schlachterprobte Allianz? Zur nächsten Herausforderung, zum nächsten Sieg. Wir müssen uns noch anderen Altdrachen stellen. Und jetzt wissen wir wie. Wir wissen, wie man sie besiegt. Erst feiern wir. Wir haben gewonnen. Es wäre ein Verbrechen, nicht kurz innezuhalten und sich darüber zu freuen. Kommt, es warten eine Armee von Menschen und ein Meer von Getränken. Ganz Tyria soll an diesem Sieg teilhaben, einschließlich euch. Macht mit! Ja, genau, Trehörn. Wir machen jetzt ein bisschen Party. Die Welt steht in eurer Schuld, Kommandeur. Solange ich Marschall des Pakts bin, werde ich diese Schuld in Ehren halten. Ich bedauere nur, dass ich nicht dabei war, als Satan fiel. Aber ich freue mich schon auf die Skalden, die euren Triumph feiern. Mein Glückwunsch, Kommandeur. Wir haben uns das Recht verdient, unsere Last eine Weile von den Schultern zu nehmen und zu feiern. Echt mal, Paddy. Satans Tod hat vielen das Leben gerettet. Und mehr noch. Er gab einer verzweifelten Welt Hoffnung. Drachen sind keine Sterne am Himmel. Man kann sie zählen, sie bekämpfen. Eines Tages töten wir den letzten Drachen. Dann erst ist Tyria sicher. Ein Neuanfang für Orr und für Tyria. Blauer Himmel nach einem langen Sturm. Diesen Sonnenaufgang wird Tyria nie vergessen. Das ist unser Tag. Jetzt haben wir es mal fertig. Da war ja hier die Party der Cutscenes gerade. Da kam ja eine nach dem anderen. So, wir bekommen jetzt die Verteidigung. Ah, Verteidigung 97. Das ist stimmt. Wir bekommen jetzt dadurch, dass wir es abgeschlossen haben, eigentlich eine richtig gute Waffe, mit der man eigentlich. Obwohl wir bekommen, wenn es mit Hearth of Thorn losgeht, glaube ich, auch nochmal eine Waffe, die ein bisschen besser ist.
Aber das ist, das ist aber keine Waffe. Ich will ja mit meiner Intelligenz hier. So, zack. Nette Sachen. Das war's. Wir sind fertig mit der persönlichen Geschichte rund um Seitan. Das ist das Ende. Oh Gott, ich hoffe, das ist nicht GEMA lizenziert oder irgendwie was. Aber schönes Lied, ja. Bleiben wir nochmal ein bisschen hier drin, dann hört ihr das nochmal ein bisschen. Das ist natürlich auch gar nicht mal so schlecht. Wir sind fertig. Jetzt geht es weiter mit der Geschichte der lebendigen Welt. Staffel 1 können wir leider nicht spielen. Aber deswegen haben wir ja die Post bekommen jetzt gerade. Wir können uns die Zusammenfassung ansehen in einem Video, damit wir zumindest ein bisschen wissen, wie Staffel 1 war. Staffel 2 wiederum können wir spielen. Das tun wir dann, nachdem wir das Video uns angesehen haben. Das sieht wertvoll aus. Kurzbogen oder Langbogen? Ich nehme lieber den Langbogen. Der aber schlechter ist. Hätte ich es nicht erwartet. Ja, was holen wir uns denn hier? Dann check ich mal kurz meine Ausrüstung. Was wir da so. Also eine Kopfbedeckung hier eher nicht. Ich glaube, Armschutz wäre vielleicht mal ganz angebracht. Kann man sich hier einen Armschutz holen? Nee. Gibt es natürlich in dieser Truhe nicht. Also ist es eine Hose, die wir uns holen. Wahrscheinlich eh schlechter ist, also ist es eh egal. So, die packe ich da wieder. Nee, packe ich nicht. Fünf Folianten der Förderung. Das sind andere Foliantenarten scheinbar. Da rein. La 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 la. Ich mag den Soundtrack. So, alles andere werde ich verkaufen. Aber wir haben einen Brief bekommen. Und zwar Magistra Ella Macquarie. Geschichtsstunde, Dragon Kariat. In der Abteilung Mand haben wir eine Redensart. Wer die Zukunft gestalten will, muss sich an die Vergangenheit erinnern. In diesem Sinne habe ich Leute befragt und historische Informationen über Scarlet Dornstrauch und ihre Kriege gegen Tyria, der im Jahre 1326 NE, was sie mit NE auch immer meinen, begann, gesammelt. Ich habe eine Zusammenfassung meiner Forschungsergebnisse für euch vorbereitet. Ihr findet darin die wichtigsten Ereignisse ihres Feldzuges bis zum großen Angriff auf Löwenstein. Also gut. Was habe ich verpasst? Wo war ich jetzt gerade? Auf Löwenstein im Jahre 1327 beschrieben. Trefft mich in Löwenstein, wenn ihr könnt. Ich erwarte euch. Hochachtungsvoll, Magistra Illa Mackay.
Nachricht von ArenaNet. Staffel 1 der lebendigen Welt war eine Folge von Live-Content-Ereignissen, die von Januar 2013 bis zum März 2014 lief. Sie handelten von Scarlet Dornstauch, Krieg gegen Tyria, der mit der Zerstörung des alten Löwensteins und der Erweckung eines mächtigen Wesens gipfelte. Die Handlung war darauf ausgelegt, so erlebt zu werden, wie sie sich ereignete. Gegenwärtig ist sie im Gegensatz zur Staffel 2 nicht als Wiederholung in Episoden verfügbar. Deswegen haben wir eine Zusammenfassung erstellt, die euch über die Ereignisse zwischen dem Ende der persönlichen Geschichte ungefähr 1325 und Staffel 2 der lebendigen Welt 1327 informieren soll. Wenn ihr diese Zusammenfassung abgeschlossen habt, solltet ihr alle notwendigen Informationen haben, um einzusteigen und Staffel 2 der lebendigen Welt und alle anschließenden Inhalte zu spielen, auf die ihr in eurer Chronik zugreifen könnt. Dankeschön, ArenaNet. Ja, wir gehen hier mal raus. Das war der Brief von ArenaNet quasi. Und wir gehen jetzt mal auf H und auf hier. Und sehen hier, Geschichtsstunde Staffel 1 ist automatisch angehakt. Scarlets Krieg. Hier sind wir ja durch. Und das ist nur eine einzige Mission quasi und die basiert darauf, dass wir uns ein Video ansehen. Das werden wir auch machen. Ich werde so schnell wie möglich dieses Video ansehen lassen, damit es noch in den ersten Part von den beiden Parts dieser Aufnahmesession drin ist. Damit es halt keinen Cut gibt. Das alles ist ein Löwenstein. Müsste eigentlich ein Löwenstein sein, ne? Weil es wird nämlich hier nicht angezeigt. Das ist irgendein Grund. Sollte es aber eigentlich. Aber es sollte ein Löwenstein sein. Und bevor wir das machen, werde ich erstmal, es wird hier wieder Fernseher bei mir eingebrüllt, also nicht wundern, werde ich erstmal, ich glaube hier ist ganz gut, Sachen verkaufen. In Löwenstein kann man das ja ganz gut. Ja, damit haben wir im Endeffekt einen riesengroßen Storybatzen von Guild Wars 2 schon durch. Aber da kommt noch was. Da kommt noch einiges. Ja, genau, hier in Löwenstein ist. Es würde ich aber. Ach, da unten ist ein Händler. Lebt wohl. So, das lösche ich einfach, weil ich es kann. Na, Beuteltaschen, die öffne ich denn lieber mal. Das können wir auch nochmal verkaufen. Das kann auch weg. Gut. Map. Ich glaube, in der Nähe ist ein. Ja, hier ist eine Wegpunktmarke, die können wir nutzen. Und dann sehen wir uns mal an, was so in Staffel 1 passiert ist, was mit Scarlet so zu tun hat. Und dann, ah ne, Moment, hier lang. Den hole ich mal bei dem Boost. Habe ich den jetzt? Ja. Und dann werden wir sehen, wie das dann in Staffel 2 abläuft. In Staffel 2 müssen wir selber spielen, Staffel 1 müssen wir nicht mehr selber spielen. Weil damals hat ArenaNet nämlich noch die Staffel 1 in Content-Events, wie das da beschrieben war in der Mail, reingepatcht. Die liefen dann so, weiß gar nicht, 2 Wochen oder so und dann wurde es wieder rausgepatcht. Was für eine Zeit für mich. So war das nämlich. Scarlet Dornstrauch, wo soll ich anfangen? Zunächst wusste niemand, warum sie ihre Schreckensherrschaft antrat. Einige meinen, sie hat die Struktur des Universums gesehen. Ihre Angriffe begannen im Nordosten und breiteten sich aus. Sie schmiedete brüchige Bündnisse und steuerte ihre Untergebenen durch Täuschung und Gewalt. Sie nutzte ihre Technologie, um die Ströme magischer Energie der Leylinien zu untersuchen. Jeder Angriff hatte einen Zweck.
In ganz Tyria sammelte sie Informationen, die im Angriff auf Löwenstein genutzt wurden. Als alle Hoffnung verloren schien, traten die Helden Tyrias mit neuen Verbündeten auf den Plan. Braham Erson aus Klippheim. Rox Whetstone, Gladium. Kashmir Maid, Mesmerin. Marjorie Delacroix, Detektivin. Und Taimi, Wunderkind aus Ratasum. Geführt vom Kommandeur des Pakts, setzten sie allem ein Ende. Doch obwohl sie die Stadt in der Schlacht um Löwenstein zurückeroberten, mussten sie später erkennen, dass Scarlet ihre Mission selbst im Tod erfüllt hatte. Scarlets Maschine traf auf die Leylinie weit unter dem Sanktumhafen, leitete ihre Magie tief in den Maguma-Dschungel, änderte so den Lauf der Geschichte. So, das war's auch schon. Das war im Endeffekt die Geschichte zu Staffel 1. Das brauchen wir uns nicht durchzulesen, denn da wird nur noch alles mal erklärt. Und gleichzeitig ist das die Geschichte zur Erweckung von Mordremoth. Weil ansonsten würde man nicht verstehen, wie Mordremoth dann halt eigentlich erweckt wurde, wie er dann eigentlich dazu kam und das Ganze passiert ist, wie es passiert ist. Deswegen machen wir das ja, damit halt diese Lücke nicht da ist. So, da bekommen wir natürlich keine Belohnung. Wir haben die Episode abgeschlossen, Geschichtsstunde Staffel 1. Das können wir uns in der Chronik nochmal ansehen. Das kommt jetzt jedes Mal, diese Meldung, dass wir, wenn wir es abgeschlossen haben, dass wir nochmal hier einsehen können. Und haben gleichzeitig hier so ein Sternchen bekommen. Das bedeutet einfach, wir haben alle Achievements, die man hier machen kann, quasi auch gemacht. Da man hier keine Achievements machen kann, ist automatisch das Sternchen natürlich da. Und was wir jetzt machen, ist Pforten von Maguma. Ja, das ist jetzt die lebendige Geschichte, oder lebendige Welt eher. Staffel 2, der Anfang. Und haben gleich wieder mal Post bekommen. Von einem E. Seltsame Vorfälle, dringend ein Karriat. Ich bin mir bewusst, wie beschäftigt ihr doch, ihr seid. Doch ihr habt bestimmt von den Berüchten gehört, dass Scarlet einen der Drachen gestört hat. Ich fürchte, dass die Gerüchte nicht ganz falsch sind. Meine Augen und Ohren in der Brisbane-Wildnis berichten von seltsamen Übergriffen in ehemals ruhigen Gebieten. Seht es euch selbst an. Ich hoffe, dass eure Neugierde euch zum Handeln veranlasst. I. Achso, es waren eigentlich nur Gerüchte, dass ein neuer Drache erweckt wurde. Da müssen wir hin. Das heißt, wir decken jetzt erstmal auf, ob es wirklich gestimmt hat. Ich kenne die Geschichte rund um Staffel 2 nämlich nicht. Deswegen ist es für mich auch neu. Ja, aber wir können natürlich nicht direkt dahin, denn das ist ein Gebiet, wo wir noch gar nicht gewesen waren. Das heißt also, wir müssen uns da erstmal hinkämpfen. Und das Spiel zeigt uns aber auch schon sehr gnädig an, dass wir durch ein Portal gehen können. Dann machen wir mal. Ja, denn so ganz gerettet ist die Welt nämlich noch nicht. Denn auf einmal passiert wieder etwas Böses. Natürlich nicht so toll. Gerade Seitan besiegt und schon haben wir Probleme. In Ratasum kann es jetzt momentan gerade ein bisschen laggy sein. Deswegen liegen da Sapp und da stehen alle davor und dann laggt es natürlich übel. Wo müssen wir denn jetzt hin? Alter, wie das... Die Map ist am ruckeln.
Wir müssen dahin. So, welches Portal ist denn das? Das hier gleich hier vorne. Das hier vorne, ne? Das sieht gut aus. Gehen wir da rein. So, und jetzt muss ich irgendwie den Weg finden. Ruckel, ruckel. Eigentlich voll unnötig, weil... der Teleporter, der, naja... Obwohl ich... Naja, ist egal. Ich glaube... Nee, doch, man muss, glaube ich, durch den Teleporter gehen, ansonsten kommt man da gar nicht raus. Aus der Stadt. Hat das so ein bisschen anders als die sonstigen Städte hier in Tyria, ne? So, was so weit weg ist das ja gar nicht. Ne, wir müssen also jetzt hier uns durch die... Alter, wie das hier rumleckt immer noch. Kann doch gar nicht sein. Also wir werden uns jetzt hier durch die Gebiete durchschlagen. Ich werde jetzt nicht irgendwie einen auf, ach, wir machen die Events hier gleich nochmal mit, machen, sondern einfach durchschlagen bis zum Übergang ins nächste Gebiet. Eventuelle Wegpunktmarken, die auf dem Weg sind, nehmen wir natürlich mit. Falls wir sterben, dann können wir uns da wieder hin teleportieren. Denn wir sollen ja jetzt... merkwürdige Aktivitäten uns mal ansehen, was das damit alles zu tun hat. Moment, ich gehe jetzt mal hier lang, schön auf dem Weg bleiben. Die Wege führen uns normalerweise eigentlich immer zu irgendwie zu Übergängen. Ja, wir gehen da mal lang. Oh mein Gott. So. Oh nein, Jumping Stages kann ich nicht. Bin zu blöd dafür. Man hat gesehen, ich hab verkackt. Aber hier kommt man doch, glaube ich, auch hoch, oder? So. Ja, das ist das Anfangsgebiet der Asura. Wenn man einen Asura erstellt, dann ist man hier und komplettiert wahrscheinlich auch als erstes dieses Gebiet. Deswegen besiegen wir diese Gegner hier auch extrem schnell. Weil die halt nichts können. Ding. So, das sieht aber ganz gut aus. Ja, wir kommen dem Ziel oder dem Übergang näher. Wahrscheinlich schaffen wir noch die erste Mission noch in dieser Aufnahmesession. Oder vielleicht sogar noch eine danach. Je nachdem, wie gut ich mich anstelle. So, hoch. Ne, hier geht er durch den Sumpf, glaube ich, oder? Ich hab dich gesehen. Ich muss mich angreifen. Hier, stirb. Ja, das sieht vernünftig. Ja, doch. Wir müssen, glaube ich, hier durch. Bling. Da ist irgendwo eine Wegpunktmarke mittendrin. Die hole ich mir. Gib sie mir. Ist sie hier drin? Wäre eigentlich logisch. Oh ja. Hm.
la, la.